herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schoki Banuki Daily. Daily, yeah. Schwul, oder? Eure aktuelle, nein, und wenn, wäre es auch nicht schlimm. Sieht aus. Eure aktuelle Dosis Angeberwissen bekommt ihr ja heute von Sascha und von mir, Puja. Ja, Puja. Genau. Ja. Und wir fangen wie immer an mit unserem Geburtstagskind. Bertha Geburtstagskind, YouTuber und weltbekannter, Let's Player, so heißt das doch. Ah. Gronkh, kennst du den? Gronkh, zeig mal hier, wie er aussieht. Wie er aussieht. Die YouTube gucken, aber ihn nicht kennen. Hier, so sieht er aus. Ja, den kennt eigentlich jeder. Ja. Ja, Gronkh ist, glaube ich, der Gott von allen YouTubern. Der hat 1 Milliarde Follower ungefähr. Vormittags, nur vormittags. 999.999 und so weiter mehr als wir. 1 Milliarden minus 1 sind 999.999. Ach egal, viel mehr als wir auf jeden Fall. Ja. Naja, so viel auch nicht, so 3-4 Stück vielleicht. Warte mal ab, für Gronkh. Ja. Wir sind dir auf den Fersen kleiner. Ja. Genau. Der hat Geburtstag. 1977 geboren, so rum. Ja. Dann ist er ja nur wenig jünger als wir. Ein Ticken. Ja. Alter Wein wird sich durchsetzen. Ja. Also, Alter Wein. 10. April, ja. Genau. Super. Was ist noch am 10. April passiert? Am 10. April sind die Mitglieder, und zwar 1970, sind die Mitglieder der Band, ziemlich unbekannt, die Beatles auseinandergegangen. Hä? Haben sich getrennt. Hast du ein Bild von denen? Auch ein Bild. Wie sehen die denn aus? Ach, guck mal. Genau. Hab schon mal gesehen. Den Höhepunkt ihrer Karriere erreichten die Beatles zwischen 1964 und 1968. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. 4 Jahre Höhepunkt einer Karriere. Ja. Zunge zergehen lassen. Ach so, um Gottes Willen. Ich habe gerade eine Schlachtklappe gesagt, was du gemacht hast. Andersrum. Als sie zeitweise in fast allen Ländern die Hitparaden anführten. Das ist der Hammer. In allen Ländern? Ja. Alle Länder ist auf jeden Fall Leistung. Ja. Krass. Ja, aber am 10. April im Jahre 2000, wer wurde da CDU-Vorsitzende bei dem CDU-Parteitag? Angie! Weiter? Merkel. Merkel, ja, genau. Angie Merkel wurde Vorsitzende in 2000 und ist es auch bis heute geblieben, ne? Also, ist das ihre Hand, an der sie da knabbert? Ich hoff's. Ja, das ist bestimmt, weißt du noch, kennst du Patrick Lindner? Nee, nicht Patrick Lindner, der andere, Christian Lindner. Der Patrick Lindner ist ja der schwule Volksmusiksänger. Der Christian Lindner. Zuerst ist er Volksmusiksänger. Und dann ist er schwul. Und dann ist er schwul. Ist ja egal, ist ja beides relevant. Ist ja beides gleichzeitig. Was ist jetzt? Ja, und der Christian Lindner, der sitzt hier unten so und nimmt sie die Hand und steckt es ihr so in den Mund. Und wieso ausgerechnet Christian Lindner? Weil der Einzige ist, der die Fingernägel abkaut, sehe ich gerade. Sie kaut sie doch ab, nicht er. Nein, aber der... Deine Theorie hinkt vorn und hinten und an der Seite. Du musst doch auch mal auf meiner Seite sein. Du kannst doch nicht immer nur irgendeinen anderen Scheiß erzählen. Den Tag wirst du nicht erleben. Am 10. April 1919 wird der mexikanische Revolutionär Emiliano Zapata von Präsident Venustiano Carranza auf dessen Hacienda gelockt und von Regierungstruppen erschossen. Das heißt, eine ganz, ganz miese Geschichte. Wen wir hier sehen, das ist der, wie gesagt, Revolutionär Zapata, dessen Konterfei man auch auf diversen Tequila-Flaschen sehen kann. Echt? Oder, wenn man genug Tequila-Flaschen gesehen hat, sieht man den, getrunken hat, sieht man den überall. Ja, das ja. kann auch passieren. Ja, genau. Emiliano Zapata Salazar, genannt El Caudillo del Sur, in San Miguel ist er geboren und am 10. April 1919 ist er leider in Chinameca ist er, ja, reingelegt worden, in eine Falle getappt und wurde dann erschossen, wurde sozusagen durchlöchert von Kugeln. Ping, ping. Es gibt ein sehr berühmtes Zitat von ihm. Hm. Im Original heißt es: Es mejor morir de pie que vivir toda una vida de rodillas. Übersetzt heißt das: besser aufrecht sterben, als auf den Knien zu leben. Oh. Oh, sehr tiefsinnig, ne? Sehr tiefsinnig. Ja, wir graben noch ein bisschen tiefer. So. Ja. Das war heute der 10. April. Ja? 10. April. Morgen sehen wir uns am 11. April. Da ist zum Glück der Puja nicht dabei. Ja, ich freue mich schon drauf. Hab ich Glück gehabt, ja. Ihr nicht. Schaut morgen wieder rein.
Cheerio, Miss Sophie.